Herzlich willkommen. Gott ist treu. In Psalm 65, Vers 6 steht, Gott, du bist treu. Mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Und das hat schon David gewusst. Und brauchst du Gottes Hilfe? Dann beten wir auch gerne für dich. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Zum Thema Gesetz oder Glaube? Fragezeichen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gesetz oder Glaube? Manche meinen, das passt alles schön zusammen. Wir lesen da in Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Ja, ich möchte es vielleicht auch gegenüberstellen, Religion oder Glaube. Du sagst, ist das nicht dasselbe? Ja, das Gesetz, das fordert, wenn du das so machst und du musst das so machen und das so und dann liebt dich Gott, wenn du das so machst und so und genau das einhalten, Jesus einhalten und der Glaube, das Gegenstück, möchte ich vielleicht sagen, der Glaube zeigt durch deine Haltung Gottes Handeln in deinem Leben. Und das ist was anderes, wie wenn ich nur eine Liste erfülle oder Bedingungen erfülle. Glaube ist, das, was du glaubst, das lebst du, das tun andere erleben. Da ist nicht, ich mache jeden Tag Andacht, ich bete so viel, ich habe 10-mal die Bibel gelesen, ich habe die Bibel studiert und so weiter. Ganz, ganz toll und nicht verkehrt. Aber Glaube ist etwas anderes. Und das Maß, wie Jesus in uns ist, bestimmt unser Handeln und auch unsere Haltung. Und das ist Glaube. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass uns immer mehr in den Glauben hinein wachsen und nicht christliche Formeln erfüllen oder irgendwelche Traditionen erfüllen, sondern Herr, du lebst in uns und lass uns wirklich das, was du in uns bist, auch leben und wirklich den Glauben leben in unserem Handeln und auch in unserem Reden. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott greift ein in Menschenleben und deshalb beten wir. Und auch heute haben wir wieder viele Gebetsanliegen. Eine Frau leidet unter Vergesslichkeit und bittet um Gebet. Sie schreibt, ich leide schon seit längerer Zeit an Vergesslichkeit und nun wird es immer schlimmer. Wenn ich mit jemand rede, fallen mir die richtigen Worte nicht ein. Wortfindungsstörung. Meine tägliche Arbeit geht immer langsamer voran. Ich habe große Angst, dement zu werden. Mein Gehör wird auch immer schlechter. Und ich glaube, da leiden viele Menschen darunter. Und dafür möchten wir jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die hier geschrieben hat, die unter Vergesslichkeit leidet, Wortfindungsstörungen. Und ich danke dir, dass du dieses Gehirn wieder vollständig in Ordnung bringst, dass alle Reizleitungen und alles, was da nicht funktioniert, dass das wieder durchgängig ist und dass diese Störungen beseitigt werden im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du viele andere, die auch darunter leiden, auch berührst. Danke, Jesus, dass diese Vergesslichkeit aufhört und dass das Gehirn wieder richtig gut funktioniert. Und auch dieses Gehör, wo diese Frau schreibt, danke, dass du auch das berührst und wieder in Ordnung bringst, in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Eine Mutter macht sich Sorgen um ihren Sohn und bittet um Gebet für ihn. Sie schreibt, bitte unterstützt meinen Sohn im Gebet. Er hat eine vielfältige, umfangreiche Prüfung mit schriftlicher Abhandlung zu absolvieren und ist momentan körperlich und mental am Boden. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Sohn kennst, der diese Prüfungsstress jetzt gerade vor sich hat. Und ich danke dir, dass du ihm Weisheit schenkst, dass du ihm Kraft gibst, dass du ihm Ruhe schenkst und Frieden über diese ganzen Arbeit. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass wir dir das auch hinlegen dürfen, dass du alles wohl machst und dass er ein wunderbares Ergebnis erleben darf. Danke, Jesus. Du bist gut und du richtest ihn wieder auf, schenkst ihm neue Kraft und alles, was er braucht. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung in jeder Beziehung. Eine Frau schreibt Folgendes: Ich habe in meinem Ober- und Unterkiefer starken Knochenabbau und dadurch bedingt einen schiefen Kiefer. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gott meinen Kiefer wieder aufbaut. Ich kann durch diese Problematik nur sehr schwer und verkrampft reden. Außerdem habe ich starke Schmerzen und mein Kiefer hat sich verschoben. Danke, Herr, dass du wunderbar dieses Gebetsanliegen kennst, dieser Frau. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, wir rufen wieder die Schöpfungsordnung in diesen Kiefer hinein. Wir rufen Ruhe in diesen Kiefer hinein. Frieden, Herr, dass wirklich dieser Kiefer wieder richtig funktioniert, dass das Reden wieder gut geht und dass die Schmerzen verschwinden in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen wegen Borreliose schreibt uns diese Frau. Der Arzt hat bei mir eine Borreliose diagnostiziert und so geht es mir auch. Ich habe diese Symptome wie Kopfweh, Muskelschmerzen und Schlappheit. Mein Magen rebelliert und der Darm reagiert auf die Medikamente mit krampfartigen Durchfällen. Ich brauche wirklich eine Blitzheilung. Ja, Herr. Ja, eine Blitzheilung. Du machst die Dinge, wie du möchtest, aber du bist ein Heiler. Ich danke dir dafür, Herr, auch Borreliose, auch Dinge, wo Ärzte nicht weiterhelfen können. Herr, wir bringen es dir. Herr, dass all das, was das verursacht, Herr, dass das ganze Blutbild und alles, was da irgendwo in Unordnung geraten ist durch Borreliose, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Herr, dein Blut hast du vergossen, auch für Heilung. Ich danke dir. Amen. Amen. Wunderbare Gebetserhörungen erleben wir, auch gerade wenn wir hinausfahren in die Städte, um Gottesdienste zu halten. Und hier haben wir ein Zeugnis aus Bern, als wir dort waren. Eine Frau schreibt: Liebe Freunde, ich danke euch allen ganz herzlich für all eure Gebete und dass ihr nach Bern gekommen seid. Ich habe ein sehr großes Heilungswunder erlebt. Nach meiner Heirat hatte ich im Zusammensein mit bestimmten Menschen große Energieabflüsse beziehungsweise Ängste, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich schämte mich deswegen, mit jemandem darüber zu sprechen. Es kam bis zu morgendlichen Verkrampfungen und Körperzittern. Ich zog mich von der Gesellschaft zurück und wurde lärmempfindlich und schwächer. Auch mein Herz nahm dadurch Schaden. Isolde erwähnte meine Situation in Bern. Ich empfing ein riesengroßes Heilungswunder, habe es auch ausprobiert. Gott sei Lob und Dank, die Energieabflüsse verbunden mit Menschenfurcht im Zusammensein mit diesen bestimmten Menschen sind verschwunden. Ich kann am Morgen ohne Krämpfe und Zittern aufstehen. Dieses alles ist seit Bern total verschwunden. Ist das nicht großartig, was Gott zu tun vermag? Gott erhört Gebet. Eine Frau berichtet Folgendes: Möchte euch mitteilen, dass Gott die Gebete erhört hat. In der Bauchspeicheldrüse meiner Nichte wurde durch MRT nichts Bösartiges gefunden. Halleluja, Gott ist gut. Ihm gebührt aller Dank und danke für euer Gebet. Ein Mann war in der Gebetsnacht und wurde über Nacht geheilt. Ich bat euch in der Gebetsnacht um Gebet. Ich hatte immer mehr Schmerzen am ganzen Körper. Mit Schmerzsalbe versuchte ich, die Schmerzen zu lindern, was aber nicht gelang. Selbst im Bett konnte ich mich kaum bewegen. Ich betete und bat um Berührung durch Jesus. Dann schlief ich ein. Am nächsten Morgen wachte ich ohne Schmerzen auf und sie kamen auch nicht wieder. Das nächste geht's um Herzrhythmusstörungen. Sind weg, schreibt eine Frau. Es geht mir immer besser. Meine Herzrhythmusstörungen sind weg. Darum bin ich Gott so unendlich dankbar. Ihm gebührt alle Ehre. Ich danke euch allen sehr herzlich, dass ihr für mich gebetet habt. Ja, und das tun wir so richtig gerne, für Menschen beten,
Weil wir immer wieder gespannt sind und uns freuen, wenn die Gebetserhörung eintrifft und wenn wir sie auch hier vorlesen dürfen. Ja, ich möchte dir eins sagen. Wir haben es gehabt, Gesetz oder Glaube. Wenn du ein Christsein lebst, wo du nur drauf aus bist, ich muss das tun, ich muss Andacht machen, ich muss Bibel lesen und so weiter. Ich sag dir, wechsle in den Modus Glauben, wo du sagst, ja, das, was in mir ist, was Jesus in mir ist, das soll rauskommen. Und das ist so ein Entspanntsein. Du tust trotzdem Bibel lesen, trotzdem beten, aber nicht, weil ich muss, sondern weil das die Kommunikation ist mit meinem Herrn. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und vergiss nicht, nächsten Samstag, 14. Oktober, 13 Uhr, pünktlich fangen wir an hier in Karlsruhe mit dem Gebetserlebnistag. Du hast gerade ein Zeugnis gehört von der Gebetsnacht. Genau das ist es, die Gebetsnacht am Tag. Sei mit dabei, erlebe Gott, nimm dir diese Zeit, du wirst es nicht bereuen. Und wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.